Die Wiedereröffnung der Gastronomie steht kurz bevor, doch am Land, vor allem natürlich auch in den Gemeinden, ist man verzweifelt. Es geht vieles viel zu langsam, beziehungsweise fühlt man sich auch im Stich gelassen und uninformiert sozusagen. Wir haben nun zu Gast Nationalratsabgeordneten und Bürgermeister von Ips, Alois Scholl. Wie genau gestaltet sich das und vor allem, wie zeigt sich denn der Unmut? Der Unmut ist natürlich insofern, dass seit 16. März, quasi seit dem Shutdown, natürlich die ganzen Gastronomiebetriebe, Hoteliers und Kaffeebars und was alles dazugehört, natürlich geschlossen sind. Und der Unmut natürlich insoweit, der Unmut eigentlich sich rüberschlägt auch in Verzweiflung und auch natürlich in Aussichtslosigkeit. Die haben null Einkommen gehabt und haben überhaupt nicht gewusst, was jetzt passiert und was auf alles hier zukommt. Der Härtefallfonds ist teilweise noch nicht angekommen, der ist nicht da. Ich kann das definitiv als Bürgermeister sagen, dass die Leute 1.000 Euro, der eine hat 500 Euro gekriegt, der andere 250 Euro gekriegt. Keiner weiß, wie das eingeteilt wird. Und sonst ist nichts da, außer dass ihnen teure Kredite angeboten wird, teilweise von den Banken. Und da ist Unmut, Verzweiflung, Aussichtslosigkeit bis wirklich, kann man wirklich sagen, dramatische Familienkatastrophen, was sie da ergeben, mit dem ich draußen als Bürgermeister tagtäglich konfrontiert bin. Und ich habe wirklich schon von allen Ministern, vom Vizekanzler bis zum Bundeskanzler eingeladen, sie sollen rauskommen in die Stadt, sie sollen sich das anschauen und sollen mit den Leuten draußen vor Ort reden. Ich kann einer 7, 8, 9 Gasthäuser sagen, ich sage einer ein ganz neu erbautes Hotel, die Donaulodge bei uns in Ips an der Donau, da können sie sich wirklich dann die Probleme anhorchen und dann bin ich gespannt auf die Diskussion. Wie kann es denn sein, dass es jetzt nur mehr knapp 2 Tage sind sozusagen bis zur Wiedereröffnung der Gastronomie und man hat rein gar keine Perspektiven und keine Informationen? Da fragen sie leider Gottes im Verkehrten. Ich habe das auch gestern gefragt im Ministerium oder bei den Budgetausschüssen. Am Freitag, soweit ich informiert bin, um 6 Uhr, glaube ich, dürfen die Gasthäuser aufsperren. Also und die ganze Gastronomie und Hotellerie, also die Gasthäuser und die Bars, Cafés. Und von 6 Uhr, soweit ich informiert bin, bis 23 Uhr. Die Verordnung ist nur immer die alte. Das heißt, die, was jetzt einmal irgendwann vor einigen Wochen rausgekommen ist. Es gibt keine Klarheiten darüber, was darf passieren, wie schaut das genau aus. Also da gibt es keine Klarheiten und die Leute wissen auch draußen nicht Bescheid. Die wissen am Land nicht Bescheid, was passiert ist da genau am Freitag. Und ich hoffe nur, ich appelliere da auch an den zuständigen Minister, dass das schnell rauskommt, die Verordnung. Nicht so wie die letzte Verordnung am 30. April. Ich habe es live gekriegt, bei mir am Mail, am Handy, am 22.04 haben wir die letzte Verordnung bekommen und am 1. Mai um 24 Uhr, also 0 Uhr, ist in Kraft getreten. Und das ist natürlich für alle die Unsicherheit und bringt so viel Verzweiflung, weil die Leute einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Die wissen nicht, was soll man aufbauen, was darf man aufbauen, was darf man kochen, wie schaut es mit den Kellnerinnen und Kellner genau aus. Also da ist so viel wirklich daneben gegangen und da ist die Regierung wirklich gefordert, da schnell zu handeln. Nun wurde am Montag das Wirtepaket mit 500 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Kann man da sagen, es ist zumindest schon mal ein kleiner Hoffnungsschimmer? Natürlich ist es so, dass das natürlich erst in Kraft treten muss, beziehungsweise dann wirken muss. Das heißt, man spricht hier von Wochen bis hin zu Monaten, dass es dann wirklich greift. Da gibt es gleich für mich mal die erste Frage. Am 15. Mai dürfen die Gastronomiebetriebe aufsperren. Am 1. Juli fängt es zum Wirken an. Verstehe ich nicht. Warum nicht am 15. Mai, ist einmal die erste Frage. Dann die Schaumweinsteuer. Na, das ist auch sehr interessant, weil also bei uns am Land, glaube ich, wird nicht so viel Schaumwein getrunken. Da muss ein Gastronomiebetrieb schon wirklich sehr viel Schaumwein verkaufen, dass sie das mit den einen Liter, mit einem Euro, dass es auch wirklich was bringt. Und jetzt möchte ich schon eines dazu sagen, ich bin natürlich wirklich für die Entlastung von den Mehrwertsteuern bei den alkoholfreien Getränken, dass es von 20% auf 10% reduziert wird. Aber so wie sich die Bundesregierung hinstellt oder die Frau Bundesministerin Köstinger und sagt, die Bundesregierung hat jetzt 500 Millionen Euro den Gastronomiebetrieben gegeben, aber ihr dürft aber die Karte, die Getränkekarte nicht ändern, das müssen die gleichen Preise bleiben. Ja? Ist super für die Gastronomiebetriebe, wirklich bin ich voll dabei, soll auch so sein.
Aber zahlen tut das jeder Gast, der was reingeht. Weil das Cola hat vorher 3 Euro gekostet und wird jetzt auch 3 Euro kosten. Nur zahlt dann der Gastronomiebetrieb nicht 60 Cent Steuern, sondern nur 30% Steuern. Also 30 Cent Steuern. Also das heißt, wer zahlt es? Der Gast zahlt es. Und nicht die Bundesregierung hat gesagt, liebe Gastwirte, da habt ihr jetzt 500 Millionen Euro. Das heißt, das muss man sich schon genau anschauen. Und wie gesagt, für mich ist die große Frage, und das ist eigentlich eine Aufforderung an die Frau Bundesministerin, warum nicht am 15. Mai? Am 15. Mai sperrt es auf, so die Senkung von 20% auf 10%, das hätte Sinn. Jetzt richtet sich Ihr Unmut und auch die Fassungslosigkeit nicht nur an die Gastronomie, die derzeitige Situation, sondern es geht generell um die Leute am Land, um die Gemeinden, denn es fehlt einfach die finanzielle Unterstützung. Jetzt gibt es diverse Pakete für unterschiedliche Ressorts und Bereiche. Doch wie sieht es denn nun mit einem Gemeindepaket aus? Da treffen sie mich genau natürlich mitten ins Herz. Wir haben mittlerweile mehrmalig einen Antrag, dreimal und einmal einen Fristsetzungsantrag eingebracht im Parlament. Der Bürgermeisterkollegen Andreas Kohlruß, der auch unser Sprecher ist für die Kommunen. Und jedes Mal wurde dieser abgelehnt von der türkis-grünen Regierung. Und ich kann nur an alle 2096 Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen appellieren, dass wir da wirklich Schulter an Schulter gehen sollten und müssen, weil ich kann Ihnen anhand unserer Gemeinde ein Beispiel bringen. Wir kriegen minus 13% weniger bei den Ertragsanteilen vom Bund, macht in Ypsener Donau aus 645.000 Euro. Wir kriegen minus 12% bei der Kommunalsteuer, macht aus 345.000 Euro. Also sind wir jetzt rund bei 943.000 Euro. Dann haben wir auf der anderen Seite 5% Steigerung bei den Krankenanstaltenabgaben. Wir haben 5% Steigerung bei den Sozialabgaben. Ergibt, glaube ich, eine Summe bei uns in der Stadt von rund 350.000, 360.000 Euro. Sind wir schon über 1 Million Euro. Und dann kommt noch dazu, wir haben seit 14. März unser Hallenbad, unser Sauna, unsere Sportanlage zugesperrt, wo wir im Monat ungefähr Einnahmen haben von 30.000 bis 35.000 Euro. Wir haben die Verkehrsbetriebe in der Stadt insofern reduziert, dass wir keine Karten verkauft haben. Die Leute sind zwar mitgefahren, weil wir die öffentlichen Verkehrsbetriebe ja in Betrieb waren. Und da könnte ich noch sehr viele dazu sagen. Definitiv die Summe 1.167.000 Euro fehlt bei mir in der Stadt, der Stadtgemeinde im ordentlichen Haushalt. Und das ist eine Katastrophe. Und wissen Sie, warum es eine Katastrophe ist? Weil wir als Gemeinde, wir sind zuständig für die Daseinsvorsorge. Wir sind zuständig für die Abwasserregelung, für die Wasserversorgung, für die Kinderbetreuung, für den Kindergarten, für den Schülertransport, für die Kulturvereine, für alles. Das heißt, die Gemeinde ist ja quasi auch der Jobmotor natürlich in der Gemeinde. Und da haben wir wirklich ein riesengroßes Problem. Und ich verstehe die Regierung nicht, und Herrn Finanzminister, dass er da nicht einmal mit einem Paket kommt. Weil es wird wirklich jedem geholfen, was sehr, sehr gut ist. Aber man kann doch nicht auf die 2096 Gemeinden vergessen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und ich sage Ihnen auch, warum. Wir haben in den 2096 Gemeinden rund 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die Gemeinden, so wie wir in Ips, wir haben ein paar Millionen Euro Budget im Jahr an Projekten. Wir bauen gerade mehrere Projekte und wir haben Straßenprojekte, wir machen Kindergarten, Schulbau und vieles, vieles mehr. Ja. Wir fördern damit natürlich die regionale Wirtschaft. Und der Kreislauf geht nicht mehr. Der Kreislauf kommt komplett in Stoppen, weil jetzt jede Stadtregierung natürlich gut beraten wäre, wenn er sofort Projekte, wo es noch gehen, stoppt und natürlich dann Aufträge schiebt und verschiebt und wie immer man das regeln will oder regeln kann. Und ich habe in meiner Gemeinde mit meinen verantwortlichen Abteilungsleitern und mit meinen Abteilungsjuristen viele Projekte schon stoppen müssen, weil das wirklich eine mittelschwere Katastrophe für die Gemeinden ist. Und ich verstehe einfach da die Regierung nicht, dass sie sich da zurücklehnen und sagen, der Entfall der Kommunalsteuern oder der Ertragsanteile oder die Steigerungen auf der anderen Seite gleichen wir den Gemeinden nicht aus. Da werden sie relativ schnell die Bundesregierung ein riesengroßes Problem kriegen. Was für Rückmeldung hat es denn gegeben von der Bundesregierung? Es wird definitiv, gibt es ja auch Abhaussendungen dazu, momentan, oder es wird nicht reagiert auf diese Anträge, es wird einfach abgelehnt, mit eigentlich überhaupt keiner Begründung. Es gibt keine Begründung dazu, es ist einfach nur so, Finanzminister hat, glaube ich, in einer Aussendung gesagt, es gibt jetzt keine Hilfspakete für die Gemeinden, ist nicht vorgesehen, und dann hat es einmal eine Aussendung oder beziehungsweise eine Meldung gegeben, die da geheißen hat, die Gemeinden dürfen sich jetzt mehr Kredit aufnehmen, das wird erlaubt, das wird freigegeben.
Na, da wünsche ich jedem viel Spaß, wenn sich jetzt jede Gemeinde Schulden aufnehmen darf. Weil ich glaube, wenn ich meiner Tochter sage, du darfst jetzt mehr Schulden aufnehmen, irgendwann muss die Schulden irgendwer zurückzahlen. Und das heißt, es holt dich einfach als Gemeinde natürlich auch definitiv ein und kann überhaupt nicht die Lösung sein. Und wie gesagt, und ich kann nur die Bundesregierung auffordern, da schnell und rasch zu handeln, weil da geht es ja nicht nur jetzt um die Gemeindezelle selber, sondern da geht es ja um das ganze Gefüge. Wir haben Millionen von Aufträgen, was wir der regionalen Wirtschaft machen. Und jetzt stellen Sie sich vor, jeder in seiner Stadt, in seiner Gemeinde kann das nicht mehr an die regionale Wirtschaft weitergeben. Das ist einfach eine Katastrophe und bedeutet natürlich dann letztendlich auch noch mehr Arbeitslose. Und vor dem habe ich wirklich Angst. Ich habe wirklich schlaflose Nächte diesbezüglich.